Borchardt hat heute seinen, ich glaube, 68. Todestag. Ich lese aber nichts von Wolfgang Borchardt, sondern von Efrem Kishon. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Jüdisches Poker. Jossele langweilte sich. Weißt du was, sagte er endlich, spielen wir Poker. Nein, sagte ich, ich hasse Karten, ich verliere immer. Wer spricht von Karten? Ich meine jüdisches Poker. Jossele erklärte mir kurz die Regeln. Jüdisches Poker wird ohne Karten gespielt, nur im Kopf, wie es sich für das Volk des Buches gehört. Du denkst dir eine Ziffer und ich denk mir eine Ziffer, erklärte mir Jossele. Und wer sich die höhere Ziffer gedacht hat, der gewinnt. Das klingt sehr leicht, hat aber viele Fallen. Also, einverstanden, sagte ich, spielen wir. Jeder von uns setzte 5 Pfund ein, dann lehnten wir uns zurück und dachten uns Ziffern aus. Jossele deutete mir durch eine Handbewegung an, dass er eine Ziffer hätte. Ich bestätigte, dass auch ich soweit sei. Gut, sagte Jossele, lass hören. 11, sagte ich. 12, sagte Jossele und steckte das Geld ein. Ich hätte mich ohrfeigen können, denn ich hatte zuerst 14 gedacht und war im letzten Augenblick auf 11 heruntergegangen. Ich weiß selbst nicht, warum. Höre, sagte ich zu Jossele, was wäre geschehen, wenn ich 14 gedacht hätte? Dann hätte ich verloren. Das ist ja der Reiz des Pokerspiels, dass man nie wissen kann, wie es ausgeht. Aber wenn deine Nerven zu schwach dafür sind, dann sollten wir Schluss machen. Ohne ihn eine Antwort zu würdigen, legte ich 10 Pfund auf den Tisch und Jossele ebenso. Ich kam mit 18 heraus. Verdammt, sagte Jossele, ich habe nur 17. Zufrieden strich ich das Geld ein und Jossele hatte sich wohl nicht träumen lassen, dass ich die Tricks des jüdischen Pokers so rasch begreifen würde. Er hatte vielleicht an 15 oder 16 gedacht, aber bestimmt nicht an 18. In seinem Ärger verdoppelte er seinen Einsatz. Wie du willst, sagte ich und unterdrückte nur mühsam den Triumph in meiner Stimme, weil ich mittlerweile auf eine fantastische Ziffer gekommen war. 35. Komm heraus, sagte Jossele. 35. 43 und nahm die 40 Pfund. Ich fühlte, wie mir das Blut zu Kopf stieg. Meine Stimme zitterte. Warum hast du vorhin nicht 43 gesagt? Weil ich mir 17 gedacht hatte, antwortete Jossele entrüstet. Das ist ja das Aufregende an diesem Spiel, dass man nie 50 Pfund, unterbrach ich trocken und warf die Banknote auf den Tisch. Jossele legte seine Pfundnote herausfordernd langsam daneben. Die Spannung wuchs ins Unerträgliche. 54, sagte ich mit gezwungener Gleichgültigkeit. Zu dumpf, hauchte Jossele. Auch ich habe mir 54 gedacht, wir müssen noch einmal spielen. In meinem Hirn arbeitete es blitzschnell. Du glaubst wahrscheinlich, dass ich wieder mit 11 oder etwas Ähnlichem herauskommen werde, mein Guter. Aber du wirst eine Überraschung erleben. Ich wählte die unschlagbare Ziffer 69 und sagte zu Jossele, jetzt kommst einmal du als Erster heraus, Jossele. Bitte sehr, verdächtig rasch, stimmte er zu. Mir kann's recht sein, 70. Ich musste die Augen schließen. Mein Puls hämmerte, wie seit der Belagerung von Jerusalem nicht mehr. Nun, drängte Jossele, wo bleibt deine Ziffer? Jossele, flüsterte ich und senkte den Kopf. Ob du's glaubst oder nicht, ich hab sie vergessen. Lügner, fuhr Jossele auf. Du hast sie nicht vergessen. Ich weiß es, du hast dir eine kleinere Ziffer gedacht und willst jetzt nicht damit herausrücken. Ein alter Trick, schäm dich. Am liebsten hätte ich ihm die Faust in seine widerwärtige Fratze geschlagen. Aber ich beherrschte mich, erhöhte den Einsatz auf 100 Pfund und dachte im gleichen Augenblick 96, eine wahrhafte mörderische Ziffer. Komm heraus, du Stinktier, zischte ich. Jossele zischte zurück. 1683. 1800, flüsterte ich kaum hörbar. Gedoppelt, rief Jossele und ließ die 100 Pfund in seiner Tasche verschwinden. Wieso gedoppelt? Was soll das heißen? Nur ruhig. Wenn du beim Poker die Selbstbeherrschung verlierst, verlierst du Hemd und Hosen, sagte Jossele von oben herab. Jedes Kind kann dir erklären, dass meine Ziffer als Gedoppelte höher ist als deine. So einer bist du also, brachte ich mühsam hervor. Mit solchen Mitteln versuchst du's, als hätte ich's beim letzten Mal nicht genauso machen können. Natürlich hättest du's genauso machen können, bestätigte mir Jossele. Es hat mich sogar überrascht, dass du es nicht gemacht hast, aber so geht's im Poker, mein Junge. Entweder kannst du's oder du kannst es nicht. Und wenn du es nicht kannst, dann lass die Finger davon. Der Einsatz betrug nun 200 Pfund. Deine Ansage, knirschte ich. Jossele lehnte sich langsam zurück und sagte aufreizend ruhig, 4. Jossele, Quatsch, 10.000, trompetete ich.
ohne die geringste Erregung verkündete Jossele: Ultimo! Und nahm die 200 Pfund. Schluchzend brach ich zusammen. Jossele streichelte meine Hand und belehrte mich, dass nach dem sogenannten Holschen Gesetz derjenige Spieler, der als erster Ultimo sagt, auf jeden Fall und ohne Rücksicht auf die Ziffer gewinnt. Und das sei ja gerade der Spaß beim Pokern, dass man innerhalb weniger Sekunden 500 Pfund. Wimmernd legte ich mein letztes Geld in die Hände des Schicksals. Josseles Funde lagen daneben. Auf meiner Stirn standen kalte Schweißperlen und ich sah Jossele scharf an. Er wirkte völlig gelassen. Aber seine Lippen zitterten ein wenig, als er fragte: Wer sagt an? Du, antwortete ich lauernd, und er ging mir in die Falle. Ultimo, sagte er und streckte die Hand nach dem Geld aus. Einen Augenblick, sagte ich eisig, Ben Gurion. Und schon hatte ich das Geld bei mir geborgen. Ben-Gurion ist noch stärker als Ultimo, erläuterte ich. Aber es wird spät, wir sollten Schluss machen. Schweigend erhoben wir uns und ehe wir gingen, unternahm Jossele einen kläglichen Versuch, sein Geld zurückzubekommen. Er behauptete, dass mit Ben-Gurion, das sei eine Erfindung von mir. Ich widersprach ihm nicht. Schau, sagte ich, darin besteht ja gerade der Reiz des Pokerspiels, dass man gewonnenes Geld niemals zurückgibt. Stay alive.